Hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy. Letztes Mal haben wir Birdo besiegt, auch wenn es hier noch nicht angezeigt wird im Bild, weil ich die rote Kugel noch nicht geholt habe. Ich finde es beeindruckend, dass ich so viel weniger Deaths habe. Aber wie gesagt, irgendwas stimmt mit dieser Anzeige auch nicht. Hui. Durch eine merkwürdige, krankhafte Weise habe ich sogar gerade richtig Lust drauf. Ups. Ja, hier unten ist natürlich Death. Ups. Nein. 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 Ja. Ach ja. Komm schon. Wieso ist die noch scharf? Zum Glück ist die andere nicht scharf und... Oh. Gut. Das war knapp. Birdo, jetzt auch endgültig besiegt. Ah, es geht nicht schön weiter. Stacheln. Muss das sein? Oh Gott. Ich schaffe nicht mehr diesen ersten Sprung. Komm, so schwer kann das gar nicht sein. Irgendwas ist da oben gerade hergeflogen. Da. Abgesehen davon, dass meine Spielfigurin es fehlt. Was ist das? Ich kann ein schwarzes Bild aufrecht halten, wenn ich die Bewegungstaste nur gedrückt halte. Komm, dieser Sprung sieht gar nicht so schwer aus. Ich habe Mecha-Birdo besiegt, da wird mich dieser Sprung doch nicht aufhalten. Und da komme ich oben dran. Und unten. Ups and Downs. Ach Leute, wieso hatte ich nochmal wieder Lust auf I Wanna Be The Guy? Zeitverschwendung. Wenn ich dann denke, dass ich danach den Sprung noch einmal machen muss. Oh, der ist super schlecht. Ah, das war knapp. Ich weiß, dass auf im normalen Schwierigkeitsgrad dahinter... Oh, das war knapp. Kein Save Point kommt. Also Fahrt. Ich hoffe einfach mal, dass ich auf meinem Mädchenmodus Medium... Nein! ...einen Speicherpunkt bekomme. Yes. No! Aber der Speicherpunkt da vorne ist sonst auch nicht da. So. Ich hab doch Doppelsprung gemacht. Weil das wusste ich, dass der kommt. Aber ich werd besser. Irgendwie geht der zweite Sprung auch einfacher. Naja, bei. Wieso will ich gerade die ganze Zeit nein, Super Meat Boy sagen? Shit! Das war dämlich.
vieles einfach nur so Übung. Natürlich, Skill auch so ein bisschen, aber... Gut. Ach, der kann... Irgendwie war ich gerade... Der kann ja nicht runterschießen. Bleib ich erstmal stehen, warte die Schüsse ab, die über mich wegfliegen. Ich springe hoch und mache ihn platt. Na, irgendwie hatte mein Plan so einen leichten Fehler. Wieso ist der zweite Sprung so einfach? Gut. Mist. Aber wenigstens habe ich das Gefühl, dass ich diese Stelle bald schaffe. Das ist kein Mecha-Börde, wo ich Jahre dran sitze. Aber auch das dauert schon wieder lang genug. Einerseits würde ich mir ja wünschen, also auf hart normal zu spielen, damit ich nicht diese dumme Schleife in meinem am Kopf habe, wäre ja schon ganz cool, aber dann sehe ich wieder diese Stellen, wo ich mir denke, dass ich noch einen ganz harten Part dazu nehmen muss. Nee. Das Spiel ist sowieso schon schwer genug. Nein, zu schwer. Vermutlich ist das andere so viel leichter, weil dort dieser Stachel erst niedriger ist und ich auch nach rechts fast frei kann. Sag mal. Geht! Nein! 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 Ich kann jetzt versuchen auf möglichst vielen Arten. Nein! Sagen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ach, ich weiß gar nicht. Ich würde ja sagen, konzentriere dich mehr, weil ich bin schon halbwegs konzentriert. Ich stelle mich nur blöd an. Also, once more is feeling. Once more is justice. Once more is death. More death. Yes. Ich hab... Ich hab doch. Oh Gott, die Stelle nervt gerade. Vor allem, weil sie eigentlich gar nicht so schwer ist. Das ist das Schlimmste und ich sterbe trotzdem die ganze Zeit. Ja. Sweet. Not sweet. Da habe ich alles richtig gemacht, da die Schüsse kamen dumm raus. Och komm, also langsam. Yeah. So, speichern wir von hier nochmal. Denn dieser Sprung
Habe ich schnell geschafft. Der nächste wird nett. Irgendwie habe ich mit diesem Sprung hier hoch viel weniger Probleme, als ich es gedacht hätte. Was ist gerade mit dem Timing los? Springen vergessen! Ich habe nicht gedrückt, ich habe es wirklich vergessen. Also, ich habe natürlich deshalb auch nicht gedrückt, aber es war nicht so, als hätte ich zu spät gedrückt oder irgendwie das Spiel wäre schuld. Wobei das Ich will die ganze Zeit irgendwie auf Schießen drücken, wenn ich da unten bin. Sag mal, was ist jetzt los? Also entweder ganz schnell oder ein Stück warten. Diesmal habe ich versucht zu drücken. Also nein! Das war minimal zu früh. Ja, wenn ich mich hier beeile, kann ich durchkommen, bevor er schießt. Und irgendwie komme ich schneller, wenn ich gar nicht erst drauf warte. Ach, come on. Das war zu früh gesprungen. Ups. Und dann zu weit rüber gezogen. Shit. Ein Glück, dass dieser Speicherpunkt da ist. Da ist ein Band im Haar doch ein kleiner Preis für. Mann, ich drück doch in die andere Richtung. So langsam kommen wir wieder in die Phase, wo das Spiel schuld ist. Yes. Es kam genau die Stelle. Der Savepunkt da oben ist auch neu. Da finde ich den an dieser Stelle, glaube ich, nicht mal so. Endlos notwendig.
nicht euch um Speicherpunkte verlegen wäre. So, den Ventilator ausgemacht. Ich denke mal, ist klar, was passiert wäre. Ziel genau. Dadurch kommen ist gar nicht so einfach mit dem Gamepad gerade. Ach Gott. Das hätte ich schaffen können. Na, ich bin doch dankbar, dass der. Da ist. Ich denke zwar mal nicht, dass er das speichert. Mist. Speichert er nicht. Und deshalb wird es auch keinen Sinn machen, jetzt hier unten zu speichern. Gut. ja. Die Frage ist vielmehr, speichert er wohl Rio? Wobei, nein, wird er nicht. Speichert er aber, dass jetzt da oben das Teil offen ist. Das könnte sein. Gut. Gut. Ah, ja, Castlevania. Nach unten konnte man übrigens nicht. Das ist schon der richtige Weg. Die Viecher töten mich nicht, sondern sie versteinern mich. Dadurch kann ich mich nicht bewegen, aber ich falle. Ach Gott, was mache ich gerade hier? Nicht zwangsläufig in den Tod. Sag mal, was mache ich hier? Ach. Ich mache mal neue Folge oder so. Bis dann.